Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute mit Holger Klein. Die ein oder anderen werden ihn kennen aus seinem Podcast-Universum Frind. Also wer redet, ist nicht tot, soll das heißen in kleinen Buchstaben, und wer da näher drauf schauen und besser reinhören möchte, der geht auf vrind.de, aber Holger wird uns sicher gleich noch was sagen. Aber im Vergleich zu Tobi hat Holger, ich glaube, ein bisschen weniger Brotbackerfahrung. Holger ist sozusagen der Nachfolger von Tobi. Hallo, Holger. Hallo, Lutz. Ja, es wird um Brot gehen. Ja, ich bin sozusagen der Nachfolger von Tobi, weil, also, es kam halt die Pandemie. Also Tobi hat schon, ich glaube, 3 Monate vor dem ersten Lockdown hier in Deutschland angefangen, mich zu agitieren. Ich soll doch jetzt gefälligst mal Sauerteig ausprobieren. Und ich bin halt faul, ne? Und hab gedacht so, nee, komm, ich hab einen guten Bäcker, da gehe ich hin, dann kaufe ich da das Brot und dann ist auch gut und das muss ja alles nicht und so. Ja, und dann kam halt Pandemie und dann dachte ich, ja gut, jetzt Tobias, jetzt kriegst du deinen Willen, du Schwein. Und hab dann angefangen, selber mein Brot zu machen. Jetzt fahre ich nicht mehr zum Bäcker. Ja, auch nicht schlecht. Vielleicht auch keine allzu gute Idee dann. Ne? Ja, es kommt auf den Bäcker an. Wenn es ein super Bäcker ist, dann ist natürlich tragisch für den Bäcker. Das würde mich stören. Aber wenn der Bäcker gar nicht so gut ist, dann ist es ja kein Verlust. Ne? Für dich jedenfalls. Ja, Sironi. Hm. Ja, okay, gut. Dann würdest du vielleicht auch wieder einkaufen gehen. Ja, also es ist Sironi ist ein sehr guter italienischer Bäcker in Berlin. Das muss man für alle dazu sagen, die nicht in Berlin beheimatet sind. Der Mann kann, was mich ja wirklich absolut fasziniert, der kann, wie nennt man die denn, so Milchbrötchen mit Schoko, ne, so Schokobäckchen, die nicht süß sind. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ich finde das total faszinierend. Ja, das ist ganz einfach. Er lässt den Zucker weg. Also was ja, was, aber dann ist es doch kein Ja, stimmt. Das ist eigentlich wirklich wahrscheinlich ganz einfach. Ne? Also das ist glaube ich, das Rätsel ist Lösung. Du hast noch so ein bisschen Süße aus der Schokolade, die dann drinsteckt, aber das war es dann schon. Der macht alles andere, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob er Ei drin hat oder so, aber auf jeden Fall viel Fett. Das ist drin, aber den Zucker kann man rauslassen. Oder nur so ein Hauch, so 5, 6, 7%. Das fällt nicht auf, aber man hat so ein kleinen unterschwelligen Ton, den man nicht merkt. So, aber jetzt sind wir schon voll im Thema. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was zu dir wissen, damit alle dir jetzt zuhören. Was kann ich für dich tun? Genau, was kannst du für mich tun? Du kannst zum Beispiel mal erzählen, was du tust neben dem Brotbacken neuerdings. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, dass ich in Mikrofone spreche, im weitesten Sinne, tatsächlich im weitesten Sinne. Ich mache seit über 20 Jahren Radio, bin Radiomoderator. Ich sag mal, eigentlich bin ich Radiomoderator. Irgendwann ist es dann passiert, dass ich eigentlich Podcaster bin. Also tatsächlich viel mehr, glaube ich, mittlerweile an Podcast-Stunden zusammengekriegt habe, als ich an Hörfunkstunden irgendwie hinter mir habe. Ja, ich bin seit über 20 Jahren bin ich Radiomoderator beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Wesentlichen beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Mache seit etwas über 10 Jahren Podcasts. Meinen eigenen Kanal Vrind seit knapp 10 Jahren. Mach jede Menge Auftragsproduktionen. Für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren habe ich 7 Jahre lang Podcasts gemacht, wo ich mit Wissenschaftlern geredet habe. Für die Bayern Tourismus Marketing GmbH bin ich durch Bayern gereist oder reise immer noch durch Bayern, also so gut das geht in der Pandemie. Mhm. Also gar nicht. Verschicke Mikrofone an meine Gesprächspartner sowas. lasse mir erzählen, was es so Tolles in Bayern gibt. Also deren Claim ist traditionell anders. Das heißt, du redest dann halt mit Leuten, die Traditionen neu interpretieren, so, ne, auf die Tour. Für Hornbach, also diese Baumarktkette, rede ich mit Leuten, die zum Teil sehr abgefahrene Projekte haben. Also manche machen nur irgendwie Laternen, also schnitzen Laternen. Manche bauen halt aber auch fliegende Badewannen und versuchen damit dann bei McDrive irgendwie einen Burger zu holen und so. Also das, solche Sachen mache ich. Und dann noch so diverse Sprecherjobs halt, weil immer mal wieder jemand irgendwas gesprochen haben will. Ja, das bedeutet, ich spreche in Mikrofon und verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Das ist auch das, was ich am besten kann und am liebsten mache, von daher. Ja, aber das bedeutet, du sitzt mehr oder weniger auf deinem Stuhl und recherchierst und irgendwann bringst du das nach außen, was du recherchiert hast im Gespräch mit anderen Leuten. Das wäre ein bisschen übertrieben, ne? Also, ich meine, wir haben ja auch mal zusammen eine Sendung für meinen Kanal gemacht, da ging es dann ja um Sauerteig. Letztendlich veröffentliche ich das Hintergrundgespräch. Ne? Ja. Also
Das, was ich mit dir gemacht habe, dann, also on air oder on tape oder wie man es nennen mag, ist ja letztlich das, was ich eigentlich mit dir eine halbe Stunde lang am Telefon besprochen hätte, um mich in einen Zustand zu versetzen, in dem ich dann schon mal fachsimpeln kann, um dann praktisch den nächsten Erkenntnisschritt mit jemand anderem zu besprechen. Ja. Und das lasse ich eigentlich aus. Mich interessiert irgendwas, dann suche ich mir jemanden, der mir erklären kann, was das ist, was mich interessiert, und dann rede ich halt mit dem und veröffentliche das Gespräch. Ja, auch nicht schlecht. Heute machen wir das mal andersrum. Recherche mache ich halt im Radio, ne? Also da arbeite ich mich dann halt wirklich auch eine Stunde in ein Thema ein, um 4 Minuten drüber zu reden. Entsprechend ist das dann auch ein schönes Ausgleichs-Dings, hier Podcasts zu machen. Ausgleichs-Dings. Ja. mir fehlen die Worte. Ja, du hast ein Thema mitgebracht. Und zwar hast du gerade eben schon gesagt, du bist faul. Das kann ich für mich auch beanspruchen, diesen Titel. Fauler Hund. Aber dadurch, dass so viel Arbeit da ist, fällt das gar nicht auf. Ja, aber vor allen Dingen ist ja auch, deine Arbeit ist ja auch das, worüber, also das ist so, ich bin ja auch nicht faul, wenn es ums Podcast machen geht. Ne? Ich arbeite ja auch für 2, teilweise für 3 Leute. Aber so gerade was so dieses Brotbacken, also ich habe irgendwie ein paar Bücher von dir und habe immer gedacht so, oh nee. Boah, was ist da? Alleine 30 Seiten Einleitung, da wirst du ja bekloppt von. So. Und dann bin ich halt irgendwie auf Brotbacken in Perfektion gestoßen, mit Hefe und mit Sauerteig, also beide Ausgaben. Und Tobi hatte mich dann ja gezwungen, Sauerteig zu machen, was auf so eine ganz bizarre Weise gut funktioniert hat. Also das ist ja, man das ist so, ich glaube, ich hatte damals auch anmoderiert, als wir das erste Mal miteinander geredet haben. Es ist eine mystische Substanz. Ist es gar nicht. Es ist halt einfach nur Geblubber, was irgendwie auf der Heizung steht und hinterher dann den restlichen Teig treibt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ich kaufe halt gerne bei Sironi dieses Weizenbrot, was der da hat. Und dann habe ich bei dir im Buch Weizenbrot gefunden und habe gedacht, okay, das mache ich jetzt mal. Und das ist halt aus dem Stand, ist das super geworden. Und ich dachte, okay, hast du wahrscheinlich nur Glück gehabt. Und die 5 Brote hinterher sind aber auch super geworden. So, und jetzt, und genau jetzt kickt diese Faulheit ein. Ich habe halt genau dieses eine Rezept, das habe ich im Kopf. Und das mache ich jetzt die ganze Zeit, weil alles andere erscheint mir zu aufwendig. Also wenn ich schon Kochstück höre, was kannst du denn da noch empfehlen, habe ich gedacht. Also dass ich vielleicht jetzt nicht immer nur 590 Gramm Weizenmehl, 14 Gramm Salz, 20 Gramm Sauerteigansatz und den Rest Wasser nehme. Ja, also das große Thema, das muss ich jetzt mal dazu sagen, ist faule Brote, also einfache Rezepturen für zu Hause. Und dein Ansatz, dich erstmal auf ein Rezept zu fixieren, was ja jetzt aus der Faulheit heraus quasi passiert ist, aber das ist schon ein super Ansatz, weil man erstmal ein Gefühl für den Teig haben muss. Und das kriegst du nicht, wenn du 20 Rezepte parallel backst oder nacheinander, ohne das eine erstmal halbwegs drauf zu haben. Das ist schon mal das Beste. Und dann kann man anfangen zu variieren. Dann ist der Schritt nicht mehr so groß. Also ich würde mir jetzt vielleicht gar nicht ein neues Rezept suchen, sondern vielleicht mit dem einen, was du hast, ein bisschen spielen. Und da können wir ja drüber reden. Also Kochstück zum Beispiel. Meinst du, mehr Wasser, weniger Wasser und so? Genau, mehr Wasser, weniger Wasser. Vielleicht mal ein anderes Gebäck draus zaubern. Also muss ja jetzt nicht unbedingt ein Brot sein. Kann ja mal ein Brötchen sein oder eine Pizza oder was auch immer dir vorschlägt. Also wenn du denkst, das müsste ich eigentlich auch mal backen, aber ich möchte kein neues Rezept, dann kann man das meistens aus einem bestehenden Rezept einfach durch ganz kleine Umwandlungen herstellen. Mach doch mal eine Umwandlung. Also wie mache ich denn daraus Brötchen? Weil der Teig ist ja doch relativ weich. Das heißt, wenn ich den aufs Backblech setze, dann läuft der irgendwann weg. So, also so, ne, der wird dann so breit. Ja, am Anfang vielleicht. Also es kommt drauf an. Bei den beiden Büchern, diese Perfektionsbücher, die sind schon so einfach, wie es geht, aber ein Knackpunkt ist halt die Raumtemperatur, weil der Teig so lange reift, ist die Raumtemperatur entscheidend. Und wenn du halt deutlich über 20 Grad bist, dann ist der Teig zu reif und damit zu weich und dann läuft er dir im Ofen weg, spätestens dann. Da du jetzt nicht von derartigen Effekten berichtet hast, also das scheint ja doch ein Brot geworden zu sein, dann hast du also ungefähr 20 Grad Raumtemperatur gehabt. Zumindest habe ich habe es vor allen Dingen auch im Topf gemacht, da kannst du nicht weg. Ja, da kannst du auch nicht weg, das stimmt. Also ich habe fürchterliche Angst davor, es nicht im Topf zu machen, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, weil ich dann ja auch noch irgendwie Wasserdampf in diesen Herd kriegen muss, ne? Genau, da ist der Topf schon die beste Wahl, ne? Also für Faule jedenfalls. So, wenn das jetzt Brötchen werden sollen, dann könntest du die natürlich theoretisch auch im Topf backen. Das ist nur nicht ganz so schlau, weil da nicht so viele Brötchen reinpassen. Da habe ich ja in den Büchern die andere Methode vorgeschlagen, 2 Bleche übereinander zu legen. Warum macht man das? Ah, jetzt kommt das. Ich habe nämlich mal das Focaccia gemacht und habe auch gedacht, warum mache ich dann noch ein Blech hin?
Jetzt kam der Aha-Effekt, glaube ich, gerade. Das ist der Dampf, ne? Das ist im Grunde der Topf in anderer Form. Du versuchst, okay, den Dampf des Gebäcks einzufangen, damit du nicht von außen bedampfen musst. Und je enger der Raum zwischen Teigling und Umgebung, umso besser bleibt der Dampf halt. Oder umso effektiver ist der Dampf. Aber der strömt doch an der Seite, an den Blechen vorbei und vorne und hinten. Das ist doch nicht richtig dicht zu den Seiten hin, oder? Ja, das ist die Voraussetzung. Also ich habe zwei tiefe Bleche, die waren standardmäßig bei diesem Ofen dabei, den ich damals hatte. Und wenn du die aufeinander legst, dann ist es zumindest ausreichend dicht, dass du eine gewisse Dampffunktion dabei hast. Wenn du jetzt natürlich das eine auf die eine Schiene und das andere auf die andere Schiene schiebst, dann passt das nicht zusammen. Die müssen schon aufeinander liegen. Ach, aufeinander liegen im Sinne von Gesicht nach unten sozusagen. Genau, also das eine mit der Delle nach unten und das andere mit der Delle nach oben. Aber da habe ich doch höchstens so, was weiß ich, 3-4 Zentimeter Raum dazwischen. Ja, das reicht aus für so ein Brötchen, ja. Also kommt drauf an, wie tief deine Bleche sind. Wenn ich meine übereinander stelle, dann sind das schon 5 Zentimeter mindestens. Und das ist für ein Brötchen ausreichend, für eine Focaccia eh. Ich habe das nämlich mit der Focaccia, habe ich das so gemacht, dass ich tatsächlich ein Blech auf die eine, ein Blech auf die andere Schiene gemacht habe und gedacht habe, naja. Ja, das... Ja, das bringt natürlich keinen Dampf, ja. Das, okay. Also würde ich mir im Zweifelsfall... Ja, okay. Ich glaube, steht das so im Buch und ich habe es nur noch mal wieder nicht begriffen? Ja, oder? Das steht da. Ja, okay. Dann habe ich mir wieder nicht genau reingeguckt. Das heißt, im Zweifelsfall kaufe ich mir einfach noch mindestens also ein oder zwei Bleche, die das dann auch hergeben und simuliere den Topf dadurch. Ja, entweder so oder du kannst ein Blech nehmen, dann vielleicht auch andersrum, also verkehrt rum reinschieben, dann kriegst du deine Brötchen auf dem Backpapier besser rein und rausgeschoben und dann legst du, wenn du eine große Auflaufform hast oder eine große Schüssel oder irgendwas, was halbwegs feuerfest ist, das kannst du auch dann über die Teiglinge stülpen auf dieses heiße Blech und dann hast du da auch erstmal eine Dampffunktion die ersten Minuten und dann nimmst du das einfach wieder runter, wenn die Brötchen nach 8 oder 10 Minuten fertig aufgegangen sind, im Ofen fertig aufgerissen sind und dann kannst du weiterbacken. Also Hauptsache, du hast irgendwie diesen Eigendampf gefangen. Wie du das machst, ist egal. Hauptsache, der bleibt auf engem Raum am Gebäck. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Also ich vermute mal, dass ich mir damit jetzt echt, also weil das war nach der Focaccia, war lecker und so, alles gar nicht so schlimm. Aber ich habe halt gedacht, was soll denn der Scheiß? Das ist ja, jetzt verstehe ich es. Okay, Dampf fangen, alles klar. Ja, bei Focaccia ist es auch gar nicht so wild, weil die ja völlig verölt ist obendrauf. Da hast du auch diese Dehnbarkeit gegeben, einfach durchs Öl. Dehnbarkeit der Teighaut durchs Öl. Dann brauchst du den Dampf nicht zwingend, aber bei Brötchen macht das schon einen großen Unterschied, ob du eins mit Dampf backst oder eins ohne. Ist das denn eigentlich egal, ob ich das mit Hefe oder mit Sauerteig mache? Also vom Grund, die Rezepte. Ich habe das Hefebuch, habe ich dann übrigens meiner Frau geschenkt, weil die lieber mit Hefe backt. Wir wohnen nicht zusammen. Darum ist es bei ihr zu Hause. Das heißt, ich kann auch nicht mal nachgucken, ob die Rezepte irgendwie identisch sind. Die sind definitiv nicht identisch. Also vom Mehl her und so weiter schon und Wassergehalt wahrscheinlich auch. Aber was dann den Unterschied macht, ist tatsächlich die Sauerteigmenge im Vergleich zur Hefemenge. Das ist immer mehr. Und das Endergebnis ist ein komplett anderes. Also wenn ich das Weizenbrot einmal mit Hefe und einmal mit Sauerteig backe, kommen zwei komplett verschiedene Brote bei raus. Geschmacklich von der Krumenkonsistenz, von der Kruste. Die Kruste ist immer knuspriger, wenn Sauerteig im Spiel ist, Weizensauerteig. Zum Beispiel die Krume ist immer ein bisschen zäher, ein bisschen gummiartiger. Aber positiv meine ich das, wenn sie wirklich Gummi ist, dann ist das falsch gelaufen. Und so weiter. Ne? Das schmeckt viel komplexer, so ein Sauerteigbrot im Vergleich zum Hefebrot. Auch wenn nur das Lockerungsmittel quasi ein anderes ist. Wenn ich jetzt mein Hefebrot, also das Weizenbrot, was ich mit dem Sauerteig mache, nach deinem Rezept, also 24 Stunden, dann eine Stunde im Körbchen und so weiter, würde ich es genauso mit Hefe machen oder muss ich da andere Zeiten mir? Auch das ist flexibel. Wenn wir jetzt im Rahmen der zwei Bücher bleiben, dann ist es genau der gleiche Zeitrahmen. Das ist so abgesteckt über die Hefemenge bzw. die Sauerteigmenge. Das war die Vorgabe, dass alles innerhalb von ungefähr 24 Stunden passieren muss und zwar so, dass man zwischendrin nichts oder fast nichts zu tun hat. Und danach kann man ja die Hefemenge dann ausrichten. Ja, kann man. Ja, kann man. wie viel Hefe tust du denn dann da rein, wenn du nicht die 20 Gramm Sauerteig reinmachst? Da müsste ich jetzt direkt ins Buch gucken. Ich glaube, das sind so 0,3, 0,4 Gramm. Also nicht wirklich viel.
Das ist wirklich sehr wenig und das funktioniert? Mhm. Ja, ja, definitiv. Also mich hat damals ein Bäckermeister angerufen, ein pensionierter Bäckermeister, als dieses Hefeperfektionsbuch rauskam. Da gab es irgendeinen Presseartikel in irgendeiner Tageszeitung und dann rief der mich an und machte mich so ein klein wenig runter und rechnete mir vor, wie das nicht funktionieren könne mit so wenig Hefe. Oder beziehungsweise an der Hefe hat er sich gar nicht gestoßen, der hat sich an der Zeit gestoßen, die 24 Stunden bei Raumtemperatur. Mhm. Der hat mir dann hochgerechnet, wie viel Hefe doch da produziert werden würde in 24 Stunden, weil die vermehrt sich ja. Ja. Im Laufe der Zeit, da war er dann bei, ich glaube, 18 Kilo oder so, was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil es ist ja nur ein Kilo Brotteig. Aber also er war da so in seiner Lehrmeinung drin und die vermehrt sich halt, aber dass da noch ein paar andere Prozesse eine Rolle spielen, dass sie sich nicht ewig vermehren kann, wenn dann irgendwann der Sauerstoff fehlt und so weiter. Naja, gut, also da gab es Kritik von vielen Ecken, eher aus der professionellen Ecke, aber ohne es mal ausprobiert zu haben. Und wenn man es ausprobiert, dann wird man sehen, und das haben jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, 420.000 Leute mindestens ausprobiert, weil ja, so viele Exemplare über den Ladentisch gegangen sind. Scheint funktioniert zu haben. Scheint funktioniert zu haben, ja. Frische Hefe oder trockene Hefe? Das Buch selbst ist mit Frischhefe konzipiert. Ich bin kein großer Freund von Trockenhefe, auch wenn sie vielleicht ein bisschen länger hält, aber Frischhefe ist deutlich aktiver und ich bin mit der quasi aufgewachsen, was die Hobbybäckerei angeht. Deshalb habe ich mich nie auf das Trockenhefeterrain gewagt. Ich weiß zwar, wie man es umrechnet und weiß auch, dass es ein bisschen länger dauert dann am Ende. Aber wenn ich irgendwie an Frischhefe komme, dann ist es die Frischhefe. Jetzt habe ich Trockenhefe, habe ich zu Hause. Frischhefe müsste ich kaufen gehen. Wie rechne ich denn das um, wenn ich jetzt ein faules Brot mit Hefe machen wollen würde? Einfach durch 3. Das ist die deutsche Umrechnung. Also wenn ich, machen wir es mal einfach, wenn ich 9 Gramm Frischhefe im Rezept verlange, dann hast du durch 3, dann hast du 3 Gramm Trockenhefe. Und muss vielleicht noch, weiß ich nicht. Das heißt, ich bräuchte 0,1 Gramm Trockenhefe. Genau, das ist der eine Haken, warum ich immer sage, dann lieber doch Frischhefe. Bei Amazon eine Kokswaage bestellen. Ja, das hilft auch für 0,3 Gramm Frischhefe. Im Buch, im Hefebuch ist ja vorne so eine Schablone drin, wo du Hefekügelchen formen kannst und dann kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Gramm das sind. Okay. Aber für Trockenhefe ist das nahezu ausgeschlossen. Was passiert denn, wenn ich da zu viel dran mache? Also ne, wenn wir schon über Faulheit reden, dann knuppe ich halt so einen Krümel von der Hefe ab, werf die da rein, vermische den ganzen Kram und stelle ihn weg. Was könnte denn da schlimmstenfalls passieren, wenn ich versehentlich 2 Gramm reingetan habe? Das kommt drauf an, wenn du deinen Teig schon kennst und weißt, wie er aussehen muss, wenn du ihn verarbeitest und auch da bist und die Zeit hast, ihn zu beobachten ab und an, dann passiert gar nichts, außer dass du ein bisschen schneller bist, also musst du schneller den Teig formen und dann in den Ofen schieben, also nicht nach 24 Stunden. Und wenn du diesen Blick noch nicht hast oder gar nicht da bist, so ist es ja eigentlich gedacht bei den Büchern, dass man die viele Zeit dazwischen auch für andere Dinge nutzen kann, dann wird dein Teig überreif. Das heißt, der reift zu schnell, das Teiggerüst wird zu schnell abgebaut, das CO2, das Gärgas, sprengt dein Teiggerüst und dann hast du im Grunde schon ein Fladenbrot, bevor es überhaupt gebacken ist, einen ganz weichen Teig, unformbar. Das ist das Gleiche, das sind die 2 Funktionen, ne? Zeit und Hefemenge und Temperatur, 3 sind sogar, ne? Zeit, Hefemenge, Temperatur. Spanische Inquisition. Wenn du die Temperatur hochschraubst, hast du einen überreifen Teig. Wenn du die Zeit gleich hältst, konstant hältst und die Temperatur hochschraubst, hast du einen überreifen Teig. Wenn du die Zeit konstant hältst und die Temperatur, aber die Hefemenge hochschraubst, hast du auch einen überreifen Teig. Und was haben wir noch nicht? Mit der Zeit geht's auch, ne? Temperatur gleich, Hefemenge gleich, dafür zu lang gehen lassen, dann ist er auch überreif. Also die 3 Sachen muss man immer im Auge behalten. Die Hefemenge ist ja festgelegt. Normalerweise, wenn du selber sagst, das ist mir egal, ich schmeiß irgendwas rein, was gerade da ist, dann musst du halt den Teig beobachten. Hast du dir da irgendwie mal Tabellen geschrieben, dass du weißt, ich, keine Ahnung, bei so und so viel Gramm Hefe oder so und so viel Gramm Sauerteig brauche ich frühestens 18 Stunden, nachdem ich das gemischt habe, das nächste Mal reingucken oder so? Nee. Also ich hab, wenn du mir jetzt bestimmte Vorgaben machst, also Ausgangssituationen, dann kann ich dir ungefähr ein Bauchgefühl vermitteln und das passt auch ungefähr. Aber das spielen so viele Faktoren eine Rolle. Das ist ja nicht nur die Hefemenge, sondern die Temperatur, wie gesagt, dann spielt auch noch der Wassergehalt im Teig eine Rolle, die Mehltype etc. pp. Sodass du da unheimlich viele Tests reinmachen müsstest für jede Situation, die eintreten kann und dann die Hefemenge variieren und die Zeiten dokumentieren, dass ich das tatsächlich noch nie gemacht habe. Also ich mogel mich immer so ein bisschen mit dem Bauchgefühl durch, was ja letzten Endes die Erfahrung der letzten Jahre ist. Ja, du sagtest, wenn der Teig so, also wenn du deinen Teig schon ein bisschen kennst und der richtig aussieht oder fertig aussieht,
Kann man das irgendwie beschreiben, wie er richtig auszusehen hat, beziehungsweise wann er überreif ist? Ja, also überreif ist er immer, wenn er zusammengefallen ist. Das ist ganz einfach zu sehen. Kann ich ihn eigentlich retten? Ja, also wenn du es gerade merkst, also wenn er jetzt im Vorbeilaufen quasi zusammenfällt, dann könntest du ihn nochmal dehnen und falten, also wenn du noch nicht geformt hast, ne, nochmal dehnen und falten, dann geht ein bisschen Gas raus, das Gerüst stabilisiert sich wieder und dann lässt ihn wieder aufgehen auf den richtigen Punkt. Das kannst du aber auch nicht unendlich treiben, weil dann irgendwann das Teiggerüst zu instabil ist. Wenn der schon ewig da liegt, so zusammengefallen, dann kannst du nichts mehr machen. Dann könntest du ihn noch interpretieren als einen Vorteig und dann nochmal üppig Mehl und Wasser zugeben. Üppig und, im Sinne von die vierfache Menge dessen, ja, was ich da liegen habe. Ja, vierfache Menge, genau. Okay. Dann hast du so einen süßen Brei-Effekt. Das geht, dann ist das Brot nicht verloren, aber wenn du den jetzt so zusammengefallen versuchst zu backen, dann kommt zwar ein Brot raus, aber der schmeckt nicht. Das schmeckt so gärig, hefig. Mhm. Das macht keinen Spaß. Genau. Und wenn der geformte Teigling eingefallen ist, weil er zu schnell reifte oder weil du gerade nicht anwesend warst, dann kannst du den auch nochmal, wenn er sich noch einigermaßen stabil anfühlt, auch nochmal formen. Das geht schon auch. Und dann noch so ein bisschen aus dem Körbchen heben, ne? Ein bisschen einkrempeln und wieder reinlegen. Okay. Genau. Bei Roggen, das müssen wir noch dazu sagen, Roggen ist eine ganz andere Geschichte. Also alles, was jetzt gesagt wurde, gilt für Weizen und für Dinkel. Bei Roggen ist im Grunde alles verloren, wenn der zu reif ist, weil dann die Säure noch dazukommt. Ne? Und beim Weizen Sauerteigbrot im Grunde auch, aber bei Roggen insbesondere, der lässt sich kaum noch neu formen, weil er auch so luftig ist. Wenn er überreif ist, das ist wie Mousse au Chocolat, sage ich immer. Mhm. Das lässt sich auch nicht formen. Jetzt ist das Problem, wenn wir über faule Brote, also faule Rezepturen reden wollten, dann wahrscheinlich habe ich genau das faulste Rezept aller Zeiten schon gefunden. Das Einzige, was ich noch weglassen könnte, ist das Ding zu formen und ins Gärkörbchen zu setzen. Ja. Könnte ich das einfach so, einfach aus der Schüssel in den heißen Topf kippen? Habe ich mich noch nie getraut, ehrlich. Ja, könntest du machen. Das sieht dann nicht so sonderlich schön aus, weil du dann oben, also du würdest ihn ja quasi verkehrt rum in den Topf fallen lassen. Also du hast die glatte, schöne Seite wahrscheinlich dann oben in der Schüssel und dann musst du ihn ja irgendwie da reinbuxieren. Dann fällt er halt rücklings rein und dann siehst du die ganzen Gärbläschen an der Oberfläche. Das hat auch was, aber sieht halt nicht aus wie ein klassisches Brot. Also hat keine glatte Oberfläche oder nichts rustikal aufgebrochenes wahrscheinlich, weil auch der Schluss, der sich vielleicht durch das Dehnen und Falten gebildet hat, unten liegt im Topf. Aber es geht. Schluss, du meinst den Kragen, also weil man die Naht, die Nahtstelle, genau. Ja. Genau, es würde gehen. Du hast auf jeden Fall eine super Porung dann, weil du ihn überhaupt nicht manipuliert hast durch deine Hände. Das geht aber auch nur, wenn er noch recht stabil in der Schüssel liegt. Also den würde ich dann wahrscheinlich nicht nach 24 Stunden reinwerfen, sondern vielleicht schon nach 20. Bei allen anderen Parametern, die gleich bleiben, ne? 20 Grad und so weiter. Aber das geht. Und wenn ich ihn dann oben so einschneide, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das eigentlich, damit er ein bisschen Platz hat und sich ausdehnen kann beim Backen? Also es gibt ja zwei Varianten. Entweder schneidest du ihn ein, oder du bäckst ihn mit der Naht nach oben, also mit dem Schluss, sagt der Bäcker dazu. Ich will immer, wenn ich versuche, den aus dem Körbchen mit der Naht nach oben da reinzukippen, liegt die Naht an der Seite, darum schneide ich den oben immer nochmal ein. Ja, also das ist komplett richtig. Du musst ihm ein Ventil geben. Der braucht ein Überdruckventil, weil er im Ofen, wenn der Reifezustand richtig war, im Ofen noch stark aufgeht. Und das tut er, weil das Teiggerüst noch sehr stabil ist. Das kann also noch viel Gas auffangen. Und das Gas, was schon im Teig ist, das dehnt sich einfach aus durch die Wärme und braucht Platz. Und diesen Platz musst du ihm geben, wenn oben alles zu ist durch die Hitze und weil du ihn nicht eingeschnitten hast oder der Schluss irgendwo anders liegt, nur nicht oben, dann kann er nicht aufreißen und sich auch nicht gut ausdehnen, selbst wenn da viel Dampf drin ist. Die Teighaut hat nur eine gewisse Dehnbarkeit, irgendwann ist die Hitze zu stark. Und wenn dann der Ofentrieb weitergeht, das dauert ja durchaus 10 Minuten bei Hefebroten, bei Sauerteigbroten durchaus 20, 25 Minuten, dann fehlt ihm der Platz. Und wenn du ihm den nicht gegeben hast, dann kriegst du ein sehr kleines, dichtes Brot. Würdest du eigentlich eher, obwohl wir wollten auch noch über Stellschrauben insgesamt reden, ne, da reden wir dann lieber dann drüber. Ich wollte gerade fragen nach Wassermengen, also lieber flüssig, lieber fest. Aber das ist ja dann wieder eine andere Sendung, ne? Ja, dann, wenn du Rezepte verändern willst, einfach, dann kannst du durchaus auch über die Wassermenge gehen, weil die Wassermenge im Teig, bezogen immer aufs Mehl, beeinflusst die Krumenstruktur und die Krumenfestigkeit. Und wenn du jetzt dein normales Weizen-Sauerteigbrot bäckst, dann ist es ja, wie gesagt, ein relativ weicher Teig. Wenn du jetzt eher Richtung deutsches Weißbrot gehen willst, dann würdest du deutlich weniger Wasser nehmen.
auch bei einem normalen Weizenbrötchen wäre weniger Wasser im Spiel, so 55-58% aus Mehl in dem Weizen-Sauerteig. Wie viel habe ich jetzt bei meinem Weizenbrot? Also, müsste ich lügen, weil ich das Buch gerade nicht da habe, aber es sind sicherlich... Es sind 590 Mehl, 380 Wasser. Das müssen wir jetzt mal kurz ausrechnen hier, das machen wir 380. Achso, kannst du das? Ja, ich bin hier. So, sind 64% Wasser. Okay. Mhm. Das ist auch die untere Grenze für so ein Weizen-Sauerteigbrot. Das ist bei einer klassischen Art zu backen, also mit echtem Sauerteig, also mit einem großen Sauerteig dazu und weniger Zeit, also mit 2, 3, 4 Stunden in der Stockgare, also in der ersten Teigruhe, da kann man durchaus auf 70-75% gehen. Dadurch, dass jetzt die Reifezeit so lang ist, damit das alltagstauglich ist, wird der Teig durch den enzymatischen Abbau, der passiert, automatisch weicher. Wenn ich da also schon von Anfang an zu weich rangehe für die lange Zeit, dann habe ich am Ende einen viel, viel zu weichen, flüssigen Teig fast. Deshalb ist jetzt weniger Teig in diesen Rezepturen drin. Weniger Teig nicht, sondern weniger Wasser. Kann es sein, das war auch nur so ein Gefühl, dass ich neulich, also ich habe eine Tüte Ruchmehl, das sich ganz anders verhält, als ich das erwartet hätte. Also so insgesamt, also es macht so Dinge. jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Kann es sein, dass 1-2% Wasser schon einen himmelweiten Unterschied machen? Ja, das kann durchaus sein. Das hängt vom Mehl ab, aber jedes Prozent mehr Wasser, das du ins Brot reinkriegst, ist gut fürs Brot. Weil es die Porung vergröbert. Also du kriegst eine etwas unregelmäßigere, offenere Porung. Du kriegst ein saftigeres Brot, ein Brot, was länger frisch bleibt, also länger die Feuchtigkeit behält. Und das sind alles Vorteile. Irgendwann ist der Bogen aber auch überspannt. Ne? Man kann dann auch zu viel Wasser reingeben. Dann hat das Teiggerüst nicht mehr die nötige Stabilität. Dann kann das Gas, was ja eigentlich da wäre, durch die Mikroorganismen nicht mehr auffangen. Und dann bleibt es bei einem flachen, kleinen Brot. Ja. Das ist aber sehr mehlabhängig. Also da kann man jetzt zwar pauschal Wassermengen angeben, eben für so ein normales Weizenmehl 550, da passt alles rein zwischen 55% Wasser und 75 mit durchschnittsdeutschen Mehlen. Wenn du dann ein anderes Mehl hast, ein Ruchmehl zum Beispiel, ein vernünftiges Ruchmehl, das bindet deutlich mehr Wasser durch den Schalenanteil, der da dabei ist. Da kommst du sicherlich auch mal auf 80% Wasser, wenn du es gut kannst, technisch, handwerklich. Oh, was kann ich denn da gut können? Da geht es um die Form, um die Formtechnik und um den Spannungsaufbau. Das Dehnen und Falten hat einen ganz bestimmten Zweck, dass die... Das musst du mir sowieso noch mal separat und in aller sozialistischer Gelassenheit erklären, warum ich das überhaupt mache. Ich mache das nämlich brav, aber ich weiß gar nicht, was ich da mache. Ja, du wirst ja wahrscheinlich eine Veränderung im Teig bemerkt haben, ne? Durch das Falten, wenn du anfängst. Ja. Ist wollen wir da nicht eine extra Sendung zu machen? Ja, von mir aus gern. Also jedenfalls geht es das sparen wir jetzt aus, es geht um Teigstabilität, die kriegst du durch Kneten und durch Dehnen und Falten, im besten Falle beides. Wenn du keine Knetmaschine hast oder nicht haben sollst, wie in dem Buch, dann machst du das nur durch die Zeit und Dehnen und Falten. Und dann kommt der nächste Schritt, darauf will ich hinaus, in der Formgebung, also vor der Stückgare, nach der Stockgare, wenn geformt wird, dann ist das Ziel, den Teig möglichst straff zu formen. Und das ist bei sehr weichen Teigen deutlich schwerer als bei festeren Teigen. Aber es geht. Und das ist alles, was du tun musst. Deshalb meine ich, es handwerklich ein bisschen aufwendiger, mit weichen Teigen umzugehen. Aber es kommt das besser rum. Wie machst du das eigentlich bei so weichen Teigen? Also was machst du? Weil egal wie viel Mehl ich nehme, irgendwann klebt das Ding an meinen Händen. Gibt es da irgendeinen Trick? Glycerin oder so? Nein, also Mehl brauchst du gar nicht so viel. Hauptsache auf dem Tisch ist eine gewisse Mehlgrundlage und auf dem Teig aber gar nicht. Und dann wird mit schnellen Händen und mit wenig Kontakt zum Teig, das ist wichtig, bei Weizen im Grunde nur über die Teighaut gearbeitet. Also du ziehst den Teigrand zur Mitte, packst dir so ein Paket zum Beispiel zusammen, also wie so ein Geschäftsbrief, werden die Teighäute von rechts nach links übereinander gelegt und dann von den anderen zwei Seiten auch noch. Und dann wird der im Grunde ohne Mehl mit Schluss nach unten, mit der Naht nach unten über den Tisch gezogen, mit der Teighaut oder mit den Händen, dass der straff wird. Also das Ziel ist, die Teighaut nach unten zu spannen. Das ist wie so ein Spannbettlaken. Wenn du das Bett neu beziehst, dann ziehst du auch das Bettlaken über die Matratze nach unten und spannst es dort ein. Und genauso muss das mit der Teighaut passieren. Die muss unter den Teigling gespannt werden. Und deshalb zieht man ihn mit ein bisschen angewinkelten Handkanten über den Tisch. Angewinkelten Handkanten über den Tisch.
Also du legst dir sozusagen... Ich muss mir das mal... Hast du da ein Video dazu? Ja, da, ich muss das im Video sehen. Videos im YouTube-Kanal bei mir. Okay. Kann man sich angucken. Weil ich mache das tatsächlich, halte den in der Luft und krempel den so in der Luft, also ich habe den so in den Händen und krempel den so nach unten um, während ich den in der Luft habe. Ja, also auf geht auch. Also die Technik ist im Grunde egal, Hauptsache die Teighaut wird gespannt. Da gibt es tausend Techniken, die einen sagen so, die anderen so. Wichtig ist, dass die Spannung in der Oberfläche ist. Kann ich die auch überspannen? Ja, dann fängt sie an zu reißen und dann verlierst du deine Spannung zwangsläufig. Also dann reißt oben an irgendeiner Stelle, ja, wie an der Hose auch, ne, reißt irgendwo so eine Stelle auf und verliert den Halt und dann kommt so ein sehr unschöner, krisseliger Teig zum Vorschein. Das kriegst du auch nicht mehr weg. Du kannst ihn dann nochmal entspannen lassen, ein paar Minuten. Das meine ich auch so. Also der wird wirklich entspannt und zerfließt wieder ein bisschen. Und dann fängst du nochmal neu an mit dem Formen. Das geht. Aber wenn du dann mit Gewalt versuchst, den noch irgendwie wieder glatt zu kriegen, dann wird es noch schlimmer. Also einfach liegen lassen, irgendwas drüber, Schüssel oder so, dass er nicht antrocknet. Und dann von vorn nach 10, 15 Minuten. So, ich hatte ja eben gesagt, dass meine Faulheit schon da anfängt, wenn ich bei dir ein Buch Kochstück lese, ne? Ja. Das ist ja, eigentlich ist es nur eingekochtes Mehl, oder? Also, es kommt drauf an. Also wenn du das klassische Mehlkochstück meinst, dann ist es eingekochtes Mehl, also quasi eine Art, es gibt noch andere, ja, sogar einfachere. Einfach klingt gut, das ist gut für mich. Ja, also Mehlkochstück heißt einfach, du verkochst Mehl mit einem größeren Anteil Wasser, da streiten sich auch die Geister, was jetzt richtiger ist. Das ist, glaube ich, eher eine Praxisfrage. Ich nehme immer die fünffache Wassermenge aufs Mehl und rühre das um mit dem Schneebesen und koche das auf und das geht ganz schnell, 1-2 Minuten, dann ist es fertig und sieht aus wie ein Pudding und kühlt ab und geht dann in den Teig. Das dient einfach dazu, mehr Feuchtigkeit in den Teig zu kriegen und teilweise auch eine leichte Süße, also das Brot wird ein bisschen süßer durch dieses Ding und die anderen sagen 1:2, also doppelte Menge Wasser auf Mehl, das hängt davon ab, wie fest das werden soll und welche Technik man hat. In der Bäckerei wird meistens 1:1 oder 1:2 verwendet, weil man dann einfach das kochende Wasser in die Knetmaschine schüttet zum Mehl und dann hat man klumpenfreien, vor allem darum geht es, ein klumpenfreies Mehlkochstück, da kann man nicht mit dem Schneebesen rumrühren, sondern dann hat der Haken die Möglichkeit, das homogen zu mischen. Mhm. Ja. Und was sind die anderen Kochstücke? Das kommt darauf an, was du immer verkochen willst. Wenn du Mehl verkochen willst für mehr Feuchtigkeit, dann ist es halt Mehl, das macht ein bisschen mehr Aufwand. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich kann ja auch Haferflocken aufkochen oder oder Schrot, einen Schrotanteil, ne? Ist dann weniger problematisch, weil das eben nicht klumpen kann. Das ist der große Nachteil an Mehlkochstücken, ist, dass sie klumpen, wenn du nicht aufpasst. Bei Haferflocken und so weiter klumpt nichts. Also je gröber die Bestandteile sind, die du verkochen willst, umso einfacher funktioniert das. Heißt, je mehr Klumpen schon drin sind, meinst du? Sozusagen, ja. Ja, und sowas kannst du in jedes Rezept reingeben, musst dann halt ein bisschen mit dem Wasser aufpassen im Hauptteig, weil das Kochstück ja schon eine gewisse Wassermenge mitbringt. Zwar gebunden, aber es ist trotzdem ja nicht fest, also nicht trocken, sagen wir mal so, nicht trocken, sodass du also erstmal einen kleinen Teil Wasser rauslassen musst aus dem Hauptteig beim Mischen und dann im Zweifel noch was nachgibst lieber. Aber du kannst, wenn der Teig zu weich ist, kaum noch was tun, um dagegen zu steuern, ne, wenn er einmal zu weich ist. Okay. Also lieber mit wenig Flüssigkeit anfangen, ne? Genau. Also lieber einen festeren Teig machen und ja gut, wenn ich es dann schon vermischt oder verknetet habe, dann noch ein bisschen mehr Wasser reinzukriegen, ist fürchterliche Arbeit, oder? Ich finde nicht. Wenn du sowieso ohne Maschine arbeitest, dann geht das eh ganz einfach. Also da sind die Hände wirklich das beste Werkzeug, um noch irgendwas in den fertigen Teig einzumischen. Ansonsten, wenn es mit der Maschine sein soll. Es wird dann halt so ein ziemliches Geschmiere und Geknätsche. Genau, das ist normal, genau. Also einfach durchquetschen durch die Finger. Das gehört so, okay. Das gehört so. Durchquetschen und irgendwann bindet der Teig wieder ab. Genau. Und maschinell genauso, nur dann dauert es meistens länger und dann macht es auch Sinn, das empfehle ich zumindest immer, selbst bei maschinellem Kneten, Mischen, erstmal die Hand zu nehmen, wenn man von außen nochmal Wasser in den fertigen Teig einmischen will oder Öl oder Butter oder sowas. Ja, genau, aber faules Rezept, wir können ja dein Weizenbrot noch ein bisschen verändern. Du könntest jetzt, wenn du Brötchen machen möchtest, zum Beispiel sagen, da kommt noch eine Portion Butter rein oder irgendein anderes Fett. Das macht das Brötchen ein bisschen lockerer. Das sind 2%, 1-2% aufs Mehl wieder bezogen. Die kannst du einfach mit reinmischen und schwupps, hast du schon leicht anderes Brot. Du könntest das Wasser ersetzen, teilweise oder komplett mit anderen Flüssigkeiten, mit Milch zum Beispiel. Wenn du jetzt Richtung Sironi Milchbrötchen gehen willst, könntest du das Wasser gegen Milch ersetzen. Wie viel von dem Wasser könnte ich da ersetzen? 100%, also im besten Fall 100%. Also 100%. Ja, das geht. Okay.
Genau. Der Teig wird dadurch ein bisschen fester, weil die Milch ja nicht komplett aus Wasser besteht, sondern auch noch aus Festbestandteilen. Ja. Aber auch da würde ich erstmal eins zu eins ersetzen und im Zweifel was nachschütten, wenn er zu fest wirkt. Messe ich die Milch dann auch in Gramm? Ja. Oder genau, beim Backen wird alles in Gramm. In Gramm. Okay. Also ich selber komme immer durcheinander und bin so ein bisschen innerlich aufgeregt, wenn ich irgendwie Rezepte sehe, wo alles in Gramm steht und dann kommt irgendeine Angabe mit Milch oder irgendeine Sahne plötzlich in Milliliter oder sowas. Da muss man auch als Nachbäcker ja komplett umdenken. Dann holst du dir wieder dein Messbecherchen raus und am besten alles in Gramm. Dann hast du eine Waage und kannst alles über die Waage lösen. Ja, was kann man noch machen mit deinem Rezept? Wir könnten... Vor allem mir auch. Ja, also du kannst von außen reingeben, geht immer. Ne? Wenn du jetzt externe Zutaten noch zugeben willst, was auch immer, Zwiebeln, Oliven, Käse aller Art. Stimmt, ich kann da ja auch einfach mal irgendwie Sachen reinhacken. Genau, das geht immer. Auch wenn du jetzt Focaccia machst, dann könntest du auch von vornherein schon irgendwas in den Teig geben. Wenn der Teig fertig ist, ne? Also das würde ich jetzt nicht gleich nach dem Mischen reingeben, sondern vielleicht... Jetzt werden wir wieder in dem Perfektionsbuchrezept bleiben. Vielleicht so nach ein, zwei Stunden den Teig dehnen und falten, dass er ein bisschen Zeit hat, das Gerüst zu entwickeln. Und dann würde ich da die Sonderzutaten einmischen. Oder einfalten, die, das ist im Grunde ein Einfalten. Okay, also die da reinfalten, jetzt nicht da rein kneten, wie bescheuert, sodass sie komplett vermischt sind, sondern die wandern dann schon früher oder später. Ja, genau, du faltest ja sowieso ab und an durch den Teig, ne? Dann arbeitest du sowieso mit ein. Kann ich eigentlich zu viel falten? Ja, auch das geht. Also da hat man relativ schnell dann auch ein Gefühl für, ein Gespür für, wann es zu viel ist. Wenn man das allererste Mal die Hand an den Teig anlegt, dann kann man ja unheimlich hochziehen, dehnen. Ja. Und je öfter du dehnst und umlegst den Teig, umso weniger hoch kannst du ihn dehnen. Also er wird immer straffer. Mhm. Und dann merkst du irgendwann, jetzt geht es fast gar nicht mehr. Also dann musst du schon Gewalt anwenden, um den noch irgendwie hochzukriegen. Und dann fängt es auch an zu reißen an irgendeiner Stelle. Und wenn du das merkst, dann hörst du auf. Dann das bringt dem Teig nichts mehr und schadet ihm im Zweifel eher. Dann einfach aufhören. Ich meinte jetzt eher nicht für den Moment zu viel, sondern insgesamt zu viel. Also im Moment gehe ich halt hin und mache das zwei, dreimal während dieser Stock, also während der in der Schüssel liegt. Genau, Stock. Also in der ersten Reifephase, genau. Stockgare ist das genau. Mhm. Da mache ich das so zwei oder dreimal. Wäre es schlimm, wenn ich das 10-mal machen würde? Es wäre nicht schlimm, im Gegenteil, also es würde dem Teig schon helfen, der wird immer straffer und stabiler. Das Problem ist am Ende bei dieser Art zu backen nur, dass du, wenn du das bis zum Ende treibst, also bis zum Ende der Stockgare, dass du die Luft immer rausholst. Also nicht alles, aber einen Teil der Luft des Gases holst du raus und das brauchst du ja eigentlich, um dann irgendwann mal in den Ofen gehen zu können. Das Ziel von diesen Rezepturen ist ja, das Gas, was schon im Teig ist, auch zu nutzen, damit die Stückgare kürzer wird. Der steht ja nur noch eine Stunde oder sowas. Im Gärkorb, wenn du das Gas vorher immer rausfaltest, dann steht er deutlich länger als eine Stunde. Das geht auch, aber dann hast du ein anderes Innenleben. Nicht ganz so unregelmäßig grob, sondern eher fein, gleichmäßig. Aber es funktioniert. Es ist nur die Frage, was will ich? Ich bleibe erstmal dabei, mir da Oliven und Zwiebeln reinzuhaben. Ja, was auch geht mit den Mehltypen spielen. Du hast ja jetzt gesagt, du hast Rohmehl irgendwie zu Hause. Mhm. Du kannst natürlich auch das Weizenmehl einfach mit Rohmehl ersetzen oder anteilig. Du kannst auch einen Roggenanteil reinpacken. Andere Mehltypen und so weiter. Das lässt sich alles machen, alles anhand einer Rezeptur. Genau das mache ich sogar. Du wirst lachen. Ich habe dann irgendwie eine Mühle gefunden, also Biomühle Eiling. Mhm. Hat mich auch Tobi hin agitiert. Ja. Möglicherweise. Und von denen habe ich einfach mal alles, was es so an Weizenmehl gibt, bestellt. Und geguckt, was daraus wird. Und da ist eins dabei, das heißt Weizenmehl backstark. Mhm. Wo ein komplett anderes Brot bei rumkommt. Und ich weiß überhaupt nicht, warum. Was heißt das eigentlich, backstark? Backstark heißt, dass da... Sind wir schon in der nächsten Sendung? Nee. Backstark heißt einfach, dass da ein besseres Gluten drin ist oder mehr Gluten, das kann beides sein. Also entweder sind da andere Weizensorten vermahlen worden oder theoretisch könnte man auch einfach Gluten von außen zugeben. Das müsste aber in der Zutatenliste stehen. Das glaube ich nicht bei der Eilingmühle. Ein bisschen kenne ich die schon auch. Ich glaube einfach, die haben andere Weizensorten vermahlen.
die auf einem anderen Acker gewachsen sind, unter anderen klimatischen Bedingungen. Auch das ist, glaube ich, bei einigen ausgeschlossen. Das wäre jetzt mit italienischen Mehlen zum Beispiel so, die wachsen einfach wärmer und auf anderen Böden. Da hat man automatisch einen etwas höheren Klebergehalt und eine bessere Kleberqualität. Und man kann das aber auch über die Sortenauswahl manipulieren, den Klebergehalt. Und wenn mehr Kleber drin ist, dann kriegst du automatisch ein etwas lockereres, luftigeres Brot und kriegst auch mehr Wasser in den Teig. Das wollte ich gerade sagen. Also das wird wesentlich, wenn ich das mit der gleichen Rezeptur mache, wird der wesentlich fester, wesentlich trockener, der Teig. Ja. Genau. Ah, gut. Ja, was habe ich noch? Ruchmehl? Dunst habe ich auch noch. Habe ich aber noch nicht aufgemacht. Was ist das? Dunst? Weizendunst? Dunst, Weizendunst ist im Grunde, also die Angabe Dunst ist nur eine Korngrößenangabe. Mehl ist eine Korngrößenangabe und Schrot und so weiter. Also die Abfolge wäre im Grunde von fein nach grob Mehl, Dunst, Grieß, Schrot. Und Dunst ist also ein bisschen gröber als Mehl. Wenn du es anfasst, merkst du das auch zwischen den Fingern, und feiner als Grieß. Mhm. Und Dunst nimmt man eigentlich, um zum Beispiel Strudelteige herzustellen, um Apfelstrudel zu backen oder dergleichen. Manchmal auch für Nudeln, für Spätzle zum Beispiel kann man Dunst sehr gut verwenden, weil es ein bisschen gröber ist. Man kann ja natürlich auch ein Brot mitbacken. Man muss nur wissen, dass der Dunst ein bisschen langsamer Wasser bindet. Das ist ein größeres Korn. Das braucht einfach länger, bis das Wasser bis zum Zentrum vorgedrungen ist. Gibt aber dann auch einen sehr stabilen Teig, einen sehr schönen Teig. Ich würde das wahrscheinlich anteilig verwenden, also weiß ich nicht, halb-halb oder 20-30% Dunst mit in den normalen Brotteig geben, statt des Weizenmehls 550. Und dann hast du auch einen etwas stabileren Teig, der sich auch gut formen lässt und ein gutes Teiggerüst ausbildet. Muss ich mal ausprobieren. Das Wichtigste, was mir, also das mit Teiggerüst und so und stabil, das für, ehrlich gesagt verstehe ich das alles gar nicht. Was ich gerne hätte, ist diese total geile Hipster-Restaurant, weißt du, so Berliner Hipster-Restaurant-Porung. Ne? Ja, so nun bin ich selten riesige, in Berlin. Riesige Löcher, so Sironi-Porung halt, ne? So riesige Löcher, total unregelmäßig, alles irgendwie, ja, so voll hip. Das ist eigentlich das, wo ich gerne mal hin würde. Wie komme ich da hin? Wie mache ich das? Ja, da bist du mit dem Rezept eigentlich schon auf dem besten Wege. Dann spielt erstens die... Das ist mir auch schon mal gelungen, aber ich weiß nicht, wie ich es reproduzieren kann. Also wenn es dir schon mal gelungen ist, dann liegt es nicht am Wassergehalt. Der bleibt ja bei dir, glaube ich, zumindest konstant im Rezept. Einigermaßen. Also passiert mir manchmal, dass ich irgendwie 10 Milliliter zu viel reinschütte oder 10 Gramm zu viel reinschütte. Aber jetzt haben wir ja gelernt, dass das schon viel ausmacht, wenn ich 10 Gramm... Also du kannst theoretisch auch probieren, mal auf 70% Wasser zu gehen in dem Rezept. Wir waren jetzt bei 64,4 genau gesagt. Wasser aufs Mehl, wenn du auf 68-70% hochgehst, also ein paar Gramm mehr Wasser reingibst, dann ist die Tendenz zu dieser Unregelmäßigkeit auch stärker. Und dann kommt es erstens sehr auf den Reifezustand an. Also wenn du ihn einen Tick zu reif formst oder einen Tick zu reif in den Ofen gibst, dann ist einfach die Porung nicht mehr da. Dann hast du eine gleichmäßige Struktur. Zwar locker, aber nicht unregelmäßig grob. Und das andere ist, er braucht dieses Überdruckventil. Wenn das nicht da ist, dann kann die schönste Porung, die vorher noch als Gasblase im Teiggerüst steckte, sich nicht ausdehnen. Und dann hast du auch nichts gewonnen. Dann hast du im Grunde so eine Art Mineralwasserflasche, wo der Deckel fest zugeschraubt ist. Ja. Und egal wie stark du schüttelst, die Bläschen bleiben klein. Erst wenn du den Deckel aufschraubst, blubbert es raus und gibt den großen Effekt auch dann im Brot als. Also lieber einen Schnitt mehr oben reinmachen. Genau, im Topf kommt fast immer das beste Ergebnis raus, wenn der Schluss oben liegt. Also wenn du den Schluss offen formst mit ein bisschen Mehl drin, dass der nicht verklebt, dann hast du fast immer die beste Porung im Vergleich zum Schnitt. Also auch der Schnitt muss geübt sein, der muss ja dann gezielt aufgehen und darf nicht gleich wieder zugehen durch die Hitze. Also muss dann flach die Teighaut unterschneiden und so weiter. Also den schnellsten Erfolg hast du wirklich, wenn du den Schluss offen vorms Mehl einarbeitest und dann mit Schluss nach oben in den Topf triffst. Dafür muss ich dann tatsächlich das Körbchen dann einfach mal genau drüber stülpen und runterfallen lassen irgendwie. Ja, also ich leg die eine Kante vom Gärkorb auf die passende Kante vom Gusseisentopf, also wie so ein Scharnier, ne? Und dann klapp ich den Gärkorb so von mir weg in den Topf. Ja. Also nicht auf keinen Fall in der Mitte anfangen, ne? Du musst am Rand anfangen mit dem Gärkorb und dann. Ah ja. Mit Schwung. Ja, vielleicht muss ich doch ein bisschen noch üben. Also in meinem Gärkorb ist auch so ein Tuch drin. Das war da so eingespannt. Ist das eigentlich eine gute Idee oder ist das eine schlechte?
Weder noch. Es hilft dir erstens, den Gärkorb ein bisschen sauberer zu halten. Das Tuch kannst du einfach in die Waschmaschine stecken. Und das andere ist, dass du nicht so gut mehlen musst. Wenn du so einen Paddock-Rohrkorb hast, also einen mit diesen tiefen Rillen im Holz quasi, das ist ja ein Rattan, was da zusammengetackert ist, da hängt sich schon gern mal ein Teig rein, vor allem wenn er weich ist. Wenn du das Tüchlein da drin hast, dann passiert das eher selten. Na gut, dann lasse ich das Tüchlein da drin. Ja, würde ich empfehlen, ja. Ich nehme also mit, die nächste Übung, die ich mache, ist vor allen Dingen mal das mit dem Teigschluss nach oben hinzukriegen. Wobei das auch, ich habe einen runden Topf und einen so eine Kastenform, weißt du, so Petromax Kapier. Da schaffe ich das sowieso nie mit dem Teigschluss irgendwie, aber da geht es eigentlich mit einem schönen Längsschnitt immer ganz gut. Ja, das geht gut in der Kastenform. Ne? In der Gusseisenkastenform ist auch so ein Thema, das verstehe ich nicht ganz, warum man das überhaupt braucht, weil du triffst ja sowieso fast nie mit dem Teigling in die Kastenform, weil die so schmal, also du müsstest den Teigling ja im Grunde in der Kastenform gehen lassen und dann die kalte Kastenform in den Ofen schieben. Oder der Teigling ist so klein, dass du ihn wirklich dann reinschubsen kannst in die heiße Form. Wie machst du das? Ich habe halt meinen Teig in meinem Körbchen, hole die Form raus, mache den Deckel auf, dann steht die Form da und dann im Grunde fast so wie du sagst, so wie ein Scharnier. Also ich stelle den Gärkorb an die Kante von der Kastenform und lasse den Teig dann tatsächlich da so reinrollen, wenn du so willst. Also der rollt sich dann da so rein. Dann gebe ich ihm meistens noch so einen leichten Schubs, dass er sich auch ein bisschen in die Breite verteilt, noch in der Form. Und dann mache ich einen Längsschnitt oben rein in der Regel. Ja, okay. Also ich habe es tatsächlich selber drauf und dann auch wieder eine halbe Stunde. Selber noch nie ausprobiert, aber dann muss tatsächlich der Teig so passend dimensioniert sein, dass der nirgendwo hängen bleibt. Im Topf ist das Risiko nicht so groß, dass der irgendwo hängen bleibt. Im runden Topf und im länglichen Topf eigentlich auch nicht, im ovalen, aber in so einer eckigen Kastenform kann ich mir das zumindest schwer vorstellen. Aber wenn du sagst, das funktioniert, dann nehme ich das mal so mit. Ich schicke dir mal ein Foto. Ja, sehr gern. Jo, vielleicht fassen wir nochmal zusammen. Faule Rezepte. Also am besten eins suchen, was schon faul konzipiert ist. Entweder in der Richtung, wie du es hast, also aus den Perfektionsbüchern oder im Blog gibt es auch ganz simple Rezepte. Mehlwasser, Salz, Hefe oder Sauerteig. Alles zusammen, also ohne Vorteig und ohne Völlefanz. Und im Zweifel dann gibt es auch Rezepte, da stellt man den Teig, wenn er gemischt ist, einfach in den Kühlschrank und lässt ihn da 2 Tage stehen und dann kann gebacken werden. Da gibt es also eine reichliche Auswahl überall, nicht nur bei mir, auch bei anderen. Und was passiert eigentlich, wenn ich den Teig in den Kühlschrank stelle, statt ihn draußen stehen zu haben? Dann reift er einfach länger. Also die Temperatur ist ja wieder so ein Faktor, nicht nur ins Warme, sondern auch ins Kalte. Wenn es wärmer wird, geht es schneller, wenn es kälter wird, geht es langsamer. Und dann erkauft man sich durch die Kälte einfach Zeit. Und Geschmack natürlich auch, weil die Abbauprozesse langsamer stattfinden, aber eben stattfinden. Und dann hat man außerdem einen stabileren Teig. Durch die Kälte wird er deutlich fester als im Warmen und kann ihn besser handhaben am Ende. Aber ich brauche richtig viel Zeit dafür dann wahrscheinlich bei 8 Grad im Kühlschrank, ne? Ja, also mit Sauerteig würde ich das eh nicht empfehlen, zumindest nicht mit den kleinen Mengen. Ah, okay. Also wenn, dann könntest du ihn, wenn er schon deutlich aufgegangen ist, also vielleicht nach 12, 16 Stunden, dann in den Kühlschrank stellen oder ihn formen, nach genau der Zeit, also 24 Stunden, dann formen und den Gärkorb dann mit dem geformten Brot in den Kühlschrank stellen und dann nach 8 oder 12 Stunden in den Ofen schieben. Das geht auch. Aber er muss aktiv sein, da muss schon Leben drin sein. Wenn du den im Grunde direkt nach dem Mischen oder erst im Falten in den Kühlschrank stellst, dann passiert überhaupt nichts mit dem Teig, außer dass er sauer wird. Ja, recht hast du, habe ich nämlich auch schon mal ausprobiert und ich dachte nur, ich hätte ihn nicht lang genug drin stehen gehabt, aber ja, tatsächlich ist halt überhaupt nichts draus geworden. Ja, du sagst ihn dann einfach, geht in den Winterschlaf und tut nichts mehr. Und dann tun sie auch nichts mehr. Das, was passiert, wenn du den angereift in den Kühlschrank stellst, ist ja, dass du dann auch sagst, dass die Mikroorganismen in den Winterschlaf gehen sollen. Nur bis sie das tun, vergehen nochmal irgendwie 1,5, 2 Stunden, bis der Teig wirklich durchgekühlt ist. Und in der Zeit passiert im Grunde das, was du dann nach den 8 bis 12 Stunden, jetzt wird das Rezept gesagt, siehst. In den anderen 6 Stunden oder 10 Stunden, die er dann noch im Kühlschrank liegt, passiert nicht wirklich viel mit dem Teigling. Das Wichtigste, was passiert ist, in den ersten paar Stunden, wenn er noch nicht ganz kalt ist. Aha. Und den kann ich dann so kalt auch in den Topf kippen? Oder ja, muss er genau, unbedingt. Also wenn er den richtigen Reifezustand hat, und das hat er jetzt mal im Gedankenexperiment, dann geht er kalt in den Gusseisentopf. Und zwar hat das einen ganz wichtigen Grund.
machen wir dann Gedankenspiel. Du hast einen denselben Teigling fertig geformt, einmal im Kühlschrank aufgegangen, einmal draußen im Raum aufgegangen. Dann haben beide das gleiche Volumen, beide haben die gleiche Gasmenge. Nee, andersrum, beide haben nicht die gleiche Gasmenge, beide haben das gleiche Volumen, aber der im Warmen, im Raum, der hat eine niedrigere Gasmenge in sich als der im Kühlschrank, weil im Kühlschrank ist ja kalt, das Gas hat ein kleineres Volumen, also zieht sich zusammen und du musst sozusagen mehr Gas bilden. Der warm bilden. Wird, bläht er sich eher. Genau, du musst mehr Gas bilden, um aufs gleiche Teigvolumen zu kommen im Kalten und dann bläht sich dieses viele Gas im Vergleich zum warmen Teig, viele Gas im Ofen ja auch noch aus. Und bläht sich auf. Und dadurch hast du bei kaltgeführten Brotteigen immer ein deutlich größeres Volumen als bei warmgeführten Brotteigen, vorausgesetzt der Reifezustand ist der gleiche. Dann wäre mein Hipsterbrot vielleicht sogar aus dem Kühlschrank besser. Ja, und dazu kommt noch, dass der Teig viel stabiler ist. Ne? Der geht also nicht erst in die Breite, zumindest nicht so schnell wie so ein warmer Teig, wenn er weich ist, sondern bleibt erstmal stehen und dann wird die Oberfläche schnell fest und dann kann er nur noch nach oben ausbrechen. Also das wäre noch eine Taktik auf deinem Weg zur groben Porung in dem Rezept, ja. Grobe Porung ohne Aufwand, genau. Genau. Ja, also das ist es im Grunde. Also man kann aus fast nichts viel machen, auch wenn ich im Urlaub bin, nehme ich mir eigentlich immer vor, dann die örtlichen Bäcker abzuklappern, dann mache ich auch, aber es ist fast immer nichts Brauchbares dabei. Dann kaufe ich auch im Supermarkt alles, was es hergibt, ein bisschen Mehl und habe ja kein Zubehör und gar nichts dann in der Ferienwohnung. Ist meistens nicht Ferienwohnung, ist es schon meistens. Da gibt es einen Backofen jedenfalls immer. Dann mische ich mir da irgendwas zusammen ohne Knetmaschine und stelle es einfach, wenn es gemischt ist, in den Kühlschrank. Also dann mit Hefe natürlich, ne, weil Sauerteig habe ich dann im Urlaub meistens auch nicht dabei. Wenig Hefe in den Kühlschrank stellen, 1-2 Tage warten und dann kann ich mir mein Brot backen und das ist deutlich besser als die Durchschnittsware, die man überall kaufen kann. Ja, schade, ne? Ja, aber schön. Also insofern schön, als dass man merkt, dass es eigentlich relativ einfach ist. Das ist natürlich dann kein Brot, ja, was die Masse kaufen würde, weil es erstens nicht schön aussieht, nicht so schön, wie als hätte man alle Zubehörteile, die man so klassischerweise haben kann. Und zweitens ist es auch für eine Bäckerei nicht praktikabel, einen Teig 2 Tage im Kühlschrank liegen zu lassen. Für die normalen Bäckereien, die haben da einfach entweder nicht den Platz oder nicht die Zeit für. Also da müsste man schon ein komplett neues Konzept fahren mit der Bäckerei, um das so umzusetzen. Ja, aber gibt's ja, ne? Da gibt ja so die vereinzelten Bäcker, wie heißt denn dieser eine, der irgendwie berühmt dafür geworden ist, dass er eine Bäckerei hat, in der ausschließlich Brot verkauft wird? Ich glaube, in Bonn ist der. Ja, der Max Kugel ist das, genau. Kugel, genau. Genau. Also die poppen so langsam auf und das freut mich sehr. Findest du das genauso seltsam eigentlich wie ich? Ich will über dem überhaupt nicht ans Bein pinkeln oder so. Und ich finde das super, was der macht. Aber es reicht für die Berichterstattung, also in jedem Bericht über ihn steht, der verkauft nur Brot. Ist das nicht so wie, also. Gehört das nicht so? Also dieser ganze andere Schnickschnack, den du in der Bäckerei kriegst, das ist ja jetzt... Ja, also das sagt er auch selber. Er macht eigentlich das, was, wie sie es gehört, wie man es früher auch gemacht hat. Es gab früher keinen Bäcker, der das gesamte Sortiment hat, sondern es gab den einen, der hat Schwarzbrot gebacken, der andere hat Weißbrot gebacken, dann gab es die für die Brötchen und dann ging es langsam Richtung Konditorei. Also es gab Weißbäcker und Schwarzbäcker. Die haben sozusagen die einzelnen Metiers innerhalb des Berufes aufgeteilt, je nachdem, was wer besser konnte und wo er ein Faible für hatte. Und heutzutage geht jeder davon aus, das ist aber die Schuld von beiden Seiten, also vom Bäcker wie vom Verbraucher, geht jeder davon aus, dass alles immer und in allen Facetten zu haben sein muss. Und das geht natürlich immer zulasten der Qualität. Es sei denn, man hat so einen großen Betrieb, dass man sozusagen für jede Sparte den Experten da hat und eine eigene Abteilung dafür. Aber dann kommen schon wieder andere Probleme ins Gebäck, die organisatorische Natur sind, logistische Natur und dann die Zutaten verändern lassen müssen. Aber das, was Max Kugel macht und das machen ja mittlerweile einige parallel, also in Speyer zum Beispiel, der Sebastian Deuvel mit den Brotpuristen, der Max Kugel in Berlin, gibt es den Domberger Brotwerk, auch die machen nur Sauerteigbackwaren, überwiegend Brot und ein bisschen Kleingebäck. Also Domberger da tut sich, Brotwerk? Genau, genau. Ja.
Falls du da mal hingehst, schöne Grüße. Wir sind befreundet. Richtig aus. Ich muss gerade mal gucken, wo das überhaupt ist. Hier habe ich noch nie von gehört. Domberger Brotwerk in Moabit. Es ist auch ein Quereinsteiger. Also die meisten guten Bäckereien sind tatsächlich mittlerweile von Quereinsteigern gegründet. Max Kugel ist jetzt einer der wenigen, die wirklich Bäckermeister sind und aus einer Bäckerfamilie kommen. Und der macht es schon richtig. Also er fokussiert sich auf das Brot. Hinkel in Düsseldorf ist auch noch so einer. Der hat aber immer schon Brot gebacken. Der ist über die Landesgrenzen quasi hinaus bekannt für seine Brote. Der ganze Laden liegt voller Brot. Also es ist nichts Ungewöhnliches für einen, der drinsteckt und der weiß, wie es mal war. Aber für normale Menschen, und da zählen Journalisten ja dazu, ist das schon was, wenn plötzlich einer sagt, ich verkaufe nur Brot, ihr kriegt bei mir kein Croissant, ihr kriegt kein Brötchen, ihr kriegt kein Stück Kuchen, ihr kriegt nur Brot. Ja, zumal es in Deutschland ja sowieso nirgendwo ein gutes Croissant gibt. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, jemals eins gekriegt zu haben. Naja, auch da arbeitet man dran. In Leipzig zum Beispiel gibt es das, nicht das, sondern die Bäckerei Backstein. Auch ein Quereinsteiger, der dann Bäckermeister geworden ist, mit dem bin ich auch wieder befreundet. Und mit dem haben wir letztes Jahr so ein bisschen die Croissant-Strecke entwickelt und ein paar Tipps gemacht. Und ich sehe jetzt ab und zu Fotos von ihm und die sehen schon sehr, sehr gut aus. Und geschmacklich sind die sicherlich auch so. Also da tut sich was, auch wenn man danach suchen muss. Aber wenn man weiß, wo man suchen muss, dann findet man schon gute Croissants. Auch beim Domberger findest du gute Sauerteig-Croissants. Ja. Ob die jeden Tag so gut sind, das schwankt natürlich auch, aber die ich gegessen habe, waren sehr gut. Und das ist wieder ein bisschen Eigenlob. Also diejenige, die es entwickelt hat oder umentwickelt hat, hat mein Sauerteig-Croissant-Rezept aus dem Buch Nummer 4, glaube ich, als Grundlage gehabt. Also es gibt schon sozusagen eine Nische in der Nische mit sehr, sehr guten Backwaren. Man muss sie halt nur finden. Muss das denn eigentlich Nische bleiben? Also du guckst diese Szene oder diese Szene ja schon lang genug an. Muss das Nische bleiben oder hat das Zeug dazu, ein Massenphänomen wieder zu werden, dass wir wieder überall Stadtteilbäcker haben, die lokale Versorgung übernehmen? Oder bleibt es bei den Discountbäckern? Ich glaube, also diese Schere, die öffnet sich ja jetzt schon seit ein paar Jahren, die wird offen bleiben. Es gibt zunehmend mehr von diesen Stadtteilbäckereien wieder, das schon, und da tut sich auch zum Beispiel in Hamburg was, da stecke ich mit dabei, da wird sich dann demnächst mal irgendwas kundtun. Aber also Stadtteilbäckereien, die wirklich die Nahversorgung abdecken, wo nicht viele Leute drin arbeiten, die wirklich nur das Viertel versorgen wollen, die gibt es noch und es gibt immer mehr davon. Aber es wird genauso gut immer mehr von diesen Großbäckerei-Aufbäckern und so weiter geben. Und der Mittelbau, also die heute noch so mittlere Filialisten sind, die brechen, glaube ich, weg irgendwann. Also sind schon einige weggebrochen. Also Hofpfisterei und so durch Corona. Nee, Hofpfisterei ist auch eine Riesenbäckerei. Die bleiben, die bleiben sicherlich. Aber woran denke ich jetzt? Wir haben im Erzgebirge zum Beispiel haben wir also ein paar mittlere, die vielleicht, weiß nicht, 10, 15 Filialen haben, die brechen irgendwann weg, glaube ich, wenn sie sich nicht wirklich auf die Hinterbeine stellen. Also es wird auseinandergehen, es wird aber wie würden mehr die kleine gehen geben stellen? Und mehr. Ja, die müssen ihr Programm umbauen. Also die heben sich ja im Moment, die meisten heben sich nicht ab von dem, was du eh kriegst im Supermarkt und bei Aufbackshops um die Ecke. Im Zweifel ist es sogar besser, was du im Aufbackshop kriegst, weil das dann wieder industriell hergestellt wird, eingefroren wird und dann backen sie es auf. Also jetzt rein von der Ästhetik und manchmal sogar geschmacklich ist es teilweise besser als beim klassischen Bäcker. Aber das nur am Rande. Also die sozusagen so backen wie die letzten 10, 20 Jahre, die werden aussterben, weil einfach der Konkurrenzdruck so groß ist und die Industrie kann deutlich besser backen als das, was die letzten 10, 20 Jahre vom Durchschnittsbäcker gebacken wurde. Insofern und auch noch günstiger, das ist dann vielleicht das nächste Argument. Und dann laufen natürlich die nicht großartig drüber nachdenken, was sie da kaufen dann natürlich das günstigste und das, was am schönsten aussieht. Und alle anderen, die ein bisschen drüber nachdenken, die haben eher den Hang dazu, möglichst zum kleinsten Bäcker zu gehen, den sie finden können, weil sie da den nächsten Bezug zu haben. Also da können sie auch den Bäcker fragen oder die seine Frau oder seine Tochter oder wer auch immer da dann hinterm Tresen steht. Und die können eben auch wirklich erklären, was da drin ist in dem Gebäck, ne? Und wenn du eine sogenannte Fachverkäuferin fragst bei einem großen Filialisten, dann kriegst du in der Mehrheit der Fälle keine
richtige Antwort, wenn überhaupt. Also wenn du da fragst, zeigen Sie mir mal Ihre Roggenvollkornbrote oder Brötchen, dann kriegst du meistens Mischbrote gezeigt und oder Brote, wo ein Vollkornanteil drin ist und so weiter. Mhm. Da lassen sich viele, viele Geschichten erzählen. Ich frage ja immer. Ist das eigentlich du sagtest, die Industrie backt viel besser als eine normale Bäckerei das kann. Ist das eigentlich Absicht von der Industrie, dass deren Brote schneller verderben, beziehungsweise schneller wegtrocknen, schneller nicht mehr lecker sind? Also ich merke, dass wenn ich dann mal, ne, kommt ja oft genug vor, dass du auf die Schnelle noch Brot brauchst und dann eben doch beim Discounter reinrennst und was aus dem Regal ziehst. Das ist immer für die nächsten paar Stunden ein gutes Brot und spätestens, wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast, kannst du es wegwerfen, weil es ja pappig trocken irgendwie fies ist. Ist das Absicht? Na, ich glaube nicht, dass es Absicht ist. Das ist einfach dem Prozess geschuldet. Also die müssen ja, auch da gibt es wieder Ausnahmen, aber wenn wir jetzt von der Mehrheit der Betriebe reden, die müssen ja, oder was heißt müssen, die wollen und sind durch die Wirtschaftlichkeit im Grunde dann doch gezwungen dazu, wenig Zeit in den Teig zu stecken. Also die haben keine Lagerkapazität, der Teig fährt im Grunde die ganze Zeit über Laufbänder, Förderbänder von der Knetung hin zur Formgebung und dann direkt in den Ofen rein und da kann man natürlich über die Laufbandlänge ein bisschen Zeit schinden. Mehr auch nicht. Also die haben nicht die Möglichkeit, da tonnenweise Teig irgendwo hinzustellen und reifen zu lassen, sondern das muss in einem fortlaufenden Prozess passieren und das ist halt mit wenig Zeit verbunden und wenn die da noch ein Kochstück und ein extra Sauerteig und vielleicht noch ein Vorteig und dies und das herstellen müssen, dann geht das einfach ins Geld und dann könnt ihr das nicht mehr für den Preis verkaufen, wie die Konkurrenz. Es muss gut aussehen, es muss, wenn der Kunde das kauft, sich saftig anfühlen, wattig, also elastisch und so weiter anfühlen, also kein fester Brocken sein und dann hat er es ja gekauft und dann kann man essen und dann ist aber auch sozusagen die Frischhaltung mit dem Auspacken erledigt, weil zu wenig Wasser drin ist, zu wenig gebundenes Wasser, kaum Mittel, also Sauerteig zum Beispiel oder Vorteig, die Frischhaltung verlängern und das führt alles dazu und das kann natürlich ein kleinerer Bäcker oder ein kleinerer Betrieb, der die entsprechenden Möglichkeiten hat, besser tun und dann muss dann aber auch einen höheren Preis für verlangen, weil er erstens nicht die Menge hat, also kann nicht über die Masse gehen und zweitens hat er halt einfach mehr Platzaufwand, mehr Zeitaufwand und das ist halt bares Geld am Ende. Hm. Frischhaltung. Du hast das Zauberwort gesagt. Was mache ich denn eigentlich mit meinem fertig gebackenen Brot, wenn ich will, dass das einigermaßen frisch bleibt, weil ich habe keinen Brotkasten oder so? Ja, das ist nicht so gut. Auf den Brotkasten, Arschloch. Genau. Am besten Keramik, Tontopf, Steinguttopf, irgend sowas. Du kannst schon auch improvisieren, wenn du jetzt eher im Roggenbereich bist, dann stellst du es einfach auf die Schnittfläche und auf dem Brett und gut ist. Das bei mir ist ja nur Weizen. Bei Roggen kommt ja nur Weizen gut. Ins Haus. Bei Weizen ist schon schwieriger, da würde ich das auf jeden Fall auch auf die Schnittfläche stellen und dann aber wenigstens eine Schüssel oder eine Tüte drüber stülpen und dann greifst du es ja ein, zweimal am Tag mindestens an und holst es raus, dann ist genug Belüftung da, dass es bleibt. Auf jeden Fall muss halt die Feuchtigkeit irgendwie gefangen werden, die das Brot abgibt. Kann ich doch eigentlich dann auch in den Topf zurückwerfen, in dem ich es gebacken habe, oder? Ja, wenn es ein emaillierter Topf ist, ein Gusseisentopf emailliert, dann schon. Ne? Wenn es ein blankes Gusseisentöpfchen ist, dann fängt er irgendwann an zu rosten. Aber okay. Ne? Weil es entsteht ja Feuchtigkeit. Das heißt, aus dem Brot. Nicht zurück in die Kastenform, aber in meinen emaillierten Topf. Okay. Genau, das kannst du machen. Das ist ein super, super Brottopf. Ab und an mal den Deckel abheben, damit es nicht ganz so feucht wird. Aber es nicht ganz so sehr schwitzt. Das geht wunderbar, ja. Ja. Gut, dann haben wir jetzt ja schon ein paar Themen angerissen, die wir in den nächsten Folgen noch ein bisschen ausweiten werden. Unter anderem wird es ja auch mal um das Bäckerhandwerk gehen und die Frage, wie man denn auch mal selber Brot verkaufen kann und ob das überhaupt möglich ist. Dazu später mehr. Jetzt haben wir ja ordentlich lang geplaudert, nicht nur zum Thema faule Brote, ja. Aber das macht nichts genau. Deshalb haben wir ja das Format, und das ist offen, das ist nicht so wie bei meiner Frage, sucht Antwortrunde, wo man ganz fixiert auf eine Frage eine Antwort gibt. Genau, das ist wunderbar. Holger, wir hören uns wieder. Ja, gerne doch. Ja, bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.